Therion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den drei Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen tausendjährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Ich kann durch den Typen durchschauen. Ich glaube, das soll es so auch nicht sein. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Hat man von irgendeinem nicht Kraut bekommen? Ich gehe jetzt erstmal besser speichern. Jetzt, wo ich sein Freundschaftsangebot abgelehnt habe, könnte es bald unangenehm werden. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Neu hier, was? Schön. Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Nein, hast du nicht. Du lügst mich an. So, dahinter wollen wir nicht. Nee, dies erstmal noch nicht. Aus Gründen. Wegen Freundschaftsangebot und so. Hallo. Warum rede ich mit dir? Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal wenig schneller dein Bier.
oder was auch immer das ist. Ist das Wein? Nee, ist Bier, ne? Ach, Details. Wein, Bier, Hauptsache Alkohol. So, immer rein mit dem Scheiß. Es wird ernsthaft anschlabbern. Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Okay, okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Da warten wir jetzt noch so einen Moment. So, hat der noch irgendwas Interessantes zu sagen? Wie steht's mit meinem Atem? Ich hab mal mit ein paar Leuten... Und? Skatie hat mir gesagt, er wäre gespannt. Ja, ja. Und er war sehr gespannt, ob... Whistler wartet auf sein Schwert. Du solltest dich entscheiden, ob du es ihm bringen willst. Sonst denkt er noch, du brennst mit seinem Erz durch. Hey, Mut ist wieder da. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt's lang. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Aber es gibt kein... Bei der Mordrak-Sache. Halt dich ran. Ja, passt so. Mach's gut. Gut, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, wieder raus, um Mut wieder zu schlagen. Den, der jetzt endlich wieder aufgetaucht ist, nachdem der, wer weiß, wohin gelaufen ist. Wo ist der hingelaufen? Der ist doch einmal durch die ganze Kolonie. Ich bin einmal um den Planeten gelaufen. Denn ich bin der mächtige Mut. Ich weiß, wie man durch die Barriere wieder rauskommt. Wo ist denn mein Freund? Und da läuft er wieder weg. Schön. Wir töten noch den Scavenger. Scavenger, okay. Hör mir auf, der Scheiß. Scavenger. Da. Ja, ich solle vielleicht... Da hinten waren Wölfe. Mit denen möchte ich mich jetzt garantiert noch nicht anlegen. Ich blute übrigens, das macht aber gar nichts. Ich blute jetzt, ich glaube, ich blute jetzt die ganze Zeit, bis ich mich wieder heile, aber... Ich werde schon nicht verbluten. Ich habe ja irgendwie 50, 60 Liter Blut in meinem Körper, das passt schon. So, wir springen wegen durch die Gegend. Ich muss Akrobatik lernen, dann sieht das Springen viel cooler aus. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber ich werde es trotzdem machen. Schatten, Butler, ja, ich habe einen Schatten. Butler... Butler mit Brot größer als sein Arm. Ich liebe diese Verhältnisse. Wunderschön. So. Müssen wir mit dem anderen Typen reden. Nicht, dass ich jetzt an ihm vorbeispringe. Nee, das sind einfach nur wieder zwei Pfeifen, die nichts Interessantes zu sagen haben. Wir können Brot backen. Wir müssen natürlich richtig rum an die Pfanne hin. So, schnell mal vier Stücken Fleisch gebraten. Wobei man natürlich jetzt fragen könnte, warum ich nur vier Keulen Fleisch aus solchen Viechern, aus zwei solchen Viechern bekam. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt, denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Gibt Schlimmeres, so. Nee, mit denen konnte man nicht reden, oder? Ist doch scheißegal, ich weiß, wo der Typ liegt. Ich blute hier alles voll, sehr schön. Das ganze Lager hat er voll geblutet, weißt du, was das... wir sollen das wieder sauber machen. Ui, okay, wir hören auf mit dem Scheiß. Da ist wieder einer mit einem Schatten. Hinten ist wieder unser Freund. Dann würde ich sagen, wir
müssen jetzt im Prinzip noch mal ins Bett gehen. Was sagt denn die Uhr? Uhr sagt, wir können noch mal, können uns das noch mal erlauben. Hey du! Schlafen aber bis zum Mittag. Verlieren nicht so viel Zeit dann durch. Hey du! Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wir wollen ja etwas zeiteffizient spielen, weil. Genau deswegen. So. Nehmen wir nun das auch geklärt hätten, dieser langen, mühseligen Debatte. War doch klar. Butler, ja, ist völlig uninteressant. Hatte Fisk. Achso. Dexter, den hatten wir schon. Fisk hatte nichts mehr zu tun für uns, oder? Nö. Nichts mehr von Interesse. Gut. Komm. Ich will ins Sumpflager. Bring ich mal dahin. Ich will Erfahrungspunkte haben. Wahrscheinlich hast du recht. Hat er gerade eben sein. Bring mich zu eurem Lager. Das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Ja. Nein. Was? Nein. Ich bin hier der Führer, dem gefolgt wird. So, wir laufen ihm hinterher. Okay, lassen wir den Unsinn. So viel Zeit haben wir nicht. So, gehen wir jetzt mal ins Sumpflager. Bis ich stark genug bin, Mordrek zusammenzuschlagen. Dauert ja noch ein bisschen, so 2.000-3.000 Stunden. Am Anfang gibt es noch viel zu reden, später läuft man hauptsächlich noch durch und schlägt Gegner tot. So, der tötet jetzt schöne Gegner für uns und wir kriegen die Erfahrungspunkte. Es sollte in mehr Spielen so sein. Das kenne ich ehrlich gesagt so nur aus Gothic. Höllenpilz. Ex bei mir auch zu Hause. Hallo? Ach. Ich hasse es. Lauf zu und glotz mich nicht an. Hast du mich angeguckt oder was, ne? Aufs Maul oder was? Da, töte mal den Varan. Varan hießen die Viecher, ne? Töte den mal. Ihr macht das schon. Und ich krieg die Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Sollte man in allen Rollenspielen so machen. So, es läuft minim. Wo bin ich da eben runtergefallen? Details. Wolf, töte mal den Wolf. Ist das ein junger Wolf? Ach, scheiß drauf. Drecksviecher! Dreh dich erstmal im Kreis, jawohl. Jetzt werde ich mein Leben ändern. Ich werde erstmal eine 360-Grad-Drehung in meinem Leben machen. Ja, du machst das schon. Ah, ja, guckt euch mal an. Ich habe die 90 Erfahrungspunkte voll verdient, so viel wie ich gemacht habe. Hinten haben wir einen Wasserfall. Mit wunderschönen. Drecksviecher! Geh doch mal ein Stück weg. 70er, ja, du machst das schon. Ich kämpfe auch tapfer mit. Ich nehme die schon mal aus. Tapfer, wie ich bin. Wunderschön, dieses Wasser trifft aufs Wasser. Animationsfeld. Wunderschön auch der Kasten, den das Ding da noch gebildet hat. Habe ich die Sichtweite nicht auf Maximum? Doch. Mehr geht nicht mehr. Dann soll dieser Kasten wohl sein. Drecksviecher! Jetzt werde ich mutig erstmal die Scavenger hier platt machen. Platt machen, meine ich. Das ist ja voll platt, Alter. So, habt ihr es gesehen, wie ich sie vernichtet habe? Ha, sie waren praktisch chancenlos. Du hast nicht so wirklich Lust, die Varane da noch zu töten, oder? Wenn ich hier stehen bleibe... Ne, ich glaube, es ist zu weit weg, oder? Jungs, komm noch mal ein Stück her. Ne. Das ist nix. Das wird nix, schade. Egal, kommt da noch was? Ne, ich glaube nicht. Doch, ne, vielleicht, keine Ahnung. Da schwebt irgendwas in der Luft, das soll es so, glaube ich, auch nicht sein. Was zur Hölle? Ja, da stimmt irgendwas nicht. Da, jetzt töte ich noch die zwei Scavenger. Pass mal auf, wie ich das gleich mache. Ja, wie ich mein Schwert ziehe und loslege. Yeah. Ich bereite mich erstmal mental darauf vor und... Ach. Oh. Mensch, ich wollte gerade voll loslegen. Habt ihr gesehen, wie ich mich voll vorbereitet habe und dann gleich voll die monstermäßig... Skills auszupacken und die alle hier zu töten. Und dann kommt er einfach und macht mir das kaputt, verstehst du? Finde ich nicht in Ordnung. So kann ich nicht arbeiten.
Egal. Ich kann natürlich auch noch Gegner herlocken, aber wir wollen es immer nicht übertreiben. Doch wollen wir Lockgegner her, so. Höllenpilz, Höllenpilz, Höllenpilz. Weiter geht's. Das wird auch noch so eine Sache werden, weil ich mal alles aufsammeln muss. Ich muss es tun. Das ist nicht irgendwie so freiwillig, sondern das ist Pflicht. Heilpflanze und Heilkraut. Davon muss ich, glaube ich, auch noch irgendwo welches sammeln. Komm, lass zu. Sollst du mir den angucken oder sollst du weiterlaufen? So, Sumpflager. Liegt überraschenderweise im Sumpf. Wer hätte es gedacht? Es befindet sich überraschenderweise im Sumpf. Hm. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Ja, ich habe dich auch gerne hier lebend hierher beschützt und so. Leben hierher beschützt. Ich Deutschen so. Nicht so wirklich, aber... Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Pff. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Das ist beschissener Sumpf. Was führt dich her? Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Du kannst mich mal, Arschloch. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Ist es hier auch mal nicht ruhig? Ich glaube nicht. Schieb mir einfach weg, der Arsch. Das passiert mir nicht nochmal. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal-Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers. Denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal-Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet?
Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Okay. Zeig mir den Weg. Ach so. Nee, lass mal gut sein. Ich finde das schon alleine. Ja, du mich auch. So. Wir sind hier bei den netten Leuten mit dem Kraut. Gleich mal erstmal irgendwas organisieren zum Brauchen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ah, komm. Sprechen wir die Standard-Novizen auch mal an. Ich bin total Heimann. Was gibt es hier für wichtige Orte? Es gibt Fortuno. Er verteilt freies Sumpfkraut für alle Anhänger der Sekte. Du findest ihn unter Kurkalums Alchemielabor. Wer ist hier der Boss? Iberion, der Schläfer sei gepriesen. Er hat uns an diesen wunderbaren Ort gebracht. Durch seine Vision ist das alles hier entstanden. Nee. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Das ist ganz einfach. Du musst einfach loslassen, Mann. Sprich mit den Gurus, sie werden dich...